ist ein kleiner Junge. So sagt es der Apostel Andreas. Angesichts von vielen Menschen, die gekommen sind, die Hunger haben. Hier ist ein kleiner Junge. Das gilt auch für uns hier heute Morgen. Hier ist ein kleiner Junge. Der hat keine 5 Gerstenbrote und keine 2 Fische, weil so hungrig sind wir heute Morgen noch nicht. Und doch sind wir immer hier, weil wir Hunger haben. Aber nicht, weil wir irgendetwas zu essen bekämen. Mit diesem Hunger kommen wir nicht. Das ist genau der Sinn des Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, der uns weit über den normalen Hunger hinausführt. Dieses Evangelium, das uns noch einige Zeit beschäftigen wird, wir lesen jetzt das ganze Kapitel 6 an den nächsten Sonntagen, Kapitel 6 aus dem Johannesevangelium, die sogenannte Brot- und Eucharistierede Jesu. Am Anfang steht dieses Brotwunder, das aber Menschen eben nicht einschließt auf ihrem biologischen Hunger, als seien wir biologische Maschinen, die man füttert und dann wird es wieder ausgeschieden und das muss man immer wieder tun, damit man lebt. Menschen, liebe Schwestern und Brüder, sind mehr und Christen sind noch mehr. Sie sind auch Menschen, ja, mit einer ganz normalen Biologie. Hier ist ein kleiner Junge und dieser Junge hat auch etwas mitgebracht, das über den biologischen Hunger und über die Nahrung hinausweist. Was hat er? Was bringt er mit heute Morgen, was er uns allen geben kann? Sein Wunsch, getauft zu werden. Die Eltern haben das vorgetragen. Dann werden sie sagen, naja, der kann das aber noch gar nicht artikulieren. Es gibt ja durchaus auch viele Eltern, die heute überlegen, wir lassen das mal so, wie es ist, und das soll er dann später entscheiden. Was bringt dieser Junge, Jonas Maxim, heute mit, dass er uns geben kann? Was ist das für so viele? Er bringt den Wunsch mit, getauft zu werden und den Glauben kennenzulernen. Das ist so ähnlich wie diese Handvoll Brot und die 2 schon etwas vielleicht gammeligen Fische, die man da noch irgendwo auftreibt. Dieser kleine Junge, der das mitbringt, seine Tagesration. Was ist das für so viele? Das, was der kleine Junge heute hier mitbringt, ist für uns das Entscheidende. Das ist genau das, was wir aus dem Evangelium lernen sollen. Dass wir geöffnet werden, dass wir aus unseren biologischen Rhythmen herausbrechen und herausreichen. Das ist gar nicht so schwierig. Denn wir können uns noch so vollstopfen mit irgendetwas, auch mit irgendwelchen tollen Delikatessen. Irgendwann kommt der Punkt, da wir merken, und das war's? Und der Rest? Was ist mit dem Sinn des Lebens? Mit dem Hunger nach mehr? Etwa mit dem Hunger nach Liebe? Unsere Gesellschaft ist krank davon, bis in die letzten Fehlformen von sogenannter Liebe hinein. Krank nach Anerkennung und nach Liebe, weil man die wirkliche Liebe, diesen wahren Hunger nicht zu stillen vermag. In Treue und Verlässlichkeit, indem es eben nicht nur schöne Tage gibt, sondern immer Schwierigkeiten des Lebens gibt. Auch ein Leiden am Leben, ein Leiden an der Liebe und ein Hindurchgehen durch das Leiden gibt. All das ist gebündelt in dem Wunsch zu glauben und nicht nur irgendwie diffus zu glauben, sondern christlich zu glauben, an Christus zu glauben, ihm zu begegnen. Das ist das, was dieser kleine Junge heute mitbringt und uns allen schenkt. Denn manchmal ist es tief in uns verschüttet. Wir sollen lernen, und das ist das, was Jesus ja im Grunde genommen auf für ihn enttäuschende Weise erfährt. Die Menschen damals haben es nicht direkt verstanden. Und viele haben es damals nicht verstanden und werden es heute nicht verstehen. Sie kommen, um ihn zum König zu machen. Das ist einer, der sorgt, dass wir was zu essen haben. Toll. Und wir denken heute manchmal genauso. Wir schließen uns ein in diesem biologischen Rhythmus und wenn alle satt sind, dann ist es gut. Weit gefehlt. Und es hat nichts Zynisches, Menschen sozusagen, es wird uns dann vorgeworfen, naja, ihr wollt ihnen das Brot vorenthalten und wollt ihnen irgendetwas predigen.
Jesus sagt, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Aber man darf es nie aus dem Auge verlieren, dass der Mensch eben nicht satt wird vom Brot. Das ist das große Missverständnis, das in der Wüste geschehen ist, beim Auszug aus Ägypten. Damals hungerten sie. Und Mose tritt ein bei Gott für sie und sagt, sieh, wie sie sind, wie sie schreien, sie haben Hunger, sie reißen das Maul auf und es kommt nichts rein. Also was machen wir? Manna. Gott schenkt dieses Brot, jeden Tag neu. Und er gibt mehr als das Brot. Er gibt ihnen die Tora, er gibt ihnen die 10 Gebote, seine Weisung, sein Wort. Aber wie Benedikt der 16. zu dieser Stelle zu Recht sagt, es ist nur die Rückseite Gottes, diese Regeln, die das Leben ermöglichen. Gott gibt mehr. Er gibt sein Gesicht. Er zeigt sich, indem der Brot geworden ist. Wie Silja Walter einmal in einem kurzen Satz so schön formuliert hat, in Abwandlung des Johannesevangeliums, und das Wort ist Brot geworden. Gottes Angesicht ist Brot geworden. Und in diesem Brot finden wir nicht Nahrung. Das, was wir gleich in der Kommunion empfangen, ist nichts zum Sattwerden. Und doch ist es alles. Es ist nicht nur ein wenig Mehl mit Wasser verbacken. Es ist Christus selber, nach dem wir hungern. Es ist der Sinn unseres Lebens, Orientierung unseres Lebens, Zukunft unseres Lebens. Es ist der ganze Bezugspunkt unseres Lebens. Und das schenkt uns Jonas Maxim heute, diesen Hunger neu zu wecken und ihn mit nichts anderem zu stillen als mit Christus.